Der neue Corso OPC ist für uns ein sehr wichtiges Element. Seit Gründung der OPC 1997 mit der ersten Generation der Corso OPC-Modelle haben wir entschieden, dass wir natürlich in diesem Segment Top of the Line sein wollen. Und es war eine riesen Herausforderung, dieses neue Auto zu entwickeln, weil der alte war ja schon sehr gut, den wir weit über 23.000 Mal auf dem Markt schon absetzen konnten. Und ich freue mich auch, dass wir ihn heute vorstellen und möchte ganz gerne auch die Unterschiede mal herausstellen, was den normalen OPC Corsa vom Performance Pack OPC Corsa ausmacht. Ein Unterschied zwischen dem regulären Corsa OPC und dem Corsa OPC mit Performance Pack ist die Bremse. Wenn wir jetzt die Standardvariante nehmen, dann hat der Corsa OPC eine Faustsattelbremse mit einem Bremsscheibendurchmesser von 308 mm. Wenn wir den Schwenk machen zum Performance Pack, dann haben wir einen Festsattel, einen Vierkolben Brembo Festsattel mit einem Bremsscheibendurchmesser von 330 mm. Das ist natürlich ein ganz großer Unterschied, was sich natürlich auch in der Bremsperformance gerade dann, wenn der Kunde mal auf die Rennstrecke geht, sich deutlich auswirkt. Für meinen Geschmack haben unsere Designkollegen wirklich einen ganz tollen Job gemacht. Dieses kompromisslose sportliche Design, was sich hier natürlich auch in dem Einleger widerspiegelt, aber auch hier unten diese Einlässe machen auf mich einen total sportlichen Eindruck. Als Techniker natürlich haben wir in allererster Linie ganz großen Wert auf Kühlluft und Lufteinlässe Wert gelegt, was für die Ladelufttemperatur extrem wichtig ist. Wir haben dadurch auch die Ladelufttemperatur drastisch reduzieren können. Ladelufttemperatur ist enorm wichtig für die Leistung und das haben wir hier im Design sehr schön wiedergespiegelt. Also wir von der technischen Seite sind total happy mit dem, was wir hier vor uns sehen. Zu einem guten Handling benötigt man natürlich auch einen guten Reifen. Das war auch der Grund, warum wir in der Vorentwicklung besonders großen Wert auf die Reifenentwicklung gelegt haben. Der Reifen, der den Kontakt zwischen Fahrzeug und Fahrbahn bietet, muss besonders gut sein. Und das war auch der Grund, warum wir uns für den Michelin Supersportreifen entschieden haben. In beiden Varianten, der Corsa mit 17 Zoll als auch der Corsa mit 18 Zoll, ein High-Performance-Reifen, der sowohl für den Nass- als auch für den Trocken-Handling-Bereich ein enorm hohes Grip-Niveau bietet. Genau das, was wir gesucht haben für unseren neuen Corsa OPC. Fahre ich mit dem Auto wirklich hier sehr schnell auf unserem Handlingkurs in Dürnhofen. Im Grenzbereich ist das Auto outstanding von seiner Agilität her, von seinem Einlenkverhalten, von das, was das Auto dem Fahrer als Feedback über die Lenkung zurückgibt. Und da macht es keinen Unterschied, ob ich einen Corsa regulär oder mit Performance Pack fahre. Wir haben das Auto so entwickelt, dass beide Varianten im Handlingbereich in seiner Klasse mit Sicherheit Benchmark ist. Wir bieten für unseren Kunden auch das Performance Pack an im Corsa OPC. Zu diesem Performance Pack gehört das mechanische Lamellensperrdifferential. Das macht sich ganz deutlich, natürlich dann bemerkbar, wenn ich unter sportlichen Bedingungen unterwegs bin, auf kurvigen Bergstraßen, natürlich auch auf der Rennstrecke. Aber auch dann, wenn es schlüpfrig wird, gerade dann, wenn der Untergrund wenig Grip bietet, ist die Sperre natürlich ein tolles Hilfsmittel, um die Traktion zu generieren. Und natürlich darf man dabei nicht vergessen, wenn wir auf einer Rennstrecke unterwegs sind, mit dem Sperrdifferential schrauben wir die Rundenzeiten nach unten. Das heißt, wir sind deutlich schneller, weil wir einfach aus den Ecken heraus, aus den engen Kurven besser beschleunigen können. Kein durchdrehendes Rad im Handling selber beim Einlenken und Rausbeschleunigen macht sich dieses Differential sehr positiv bemerkbar. Der Fahrer spürt das sofort. Traktionsprobleme kennt er danach nicht mehr.
Sportlichkeit und Komfort miteinander zu verbinden, ist sehr schwierig. Gerade dann, wenn man einen nicht geregelten elektronischen Dämpfer hat. Wir haben es geschafft, zusammen mit Koni einen Dämpfer zu entwickeln, der ein zusätzliches Ventil im Dämpfergehäuse hat. Wir sprechen dort von einem Frequency Valve. Und dieses zusätzliche Ventil erlaubt uns über zusätzliche Bypässe sowohl den Komfortbereich als auch die Dynamik im sportlichen Bereich abzudecken. Wir sind in keinem Bereich mit Kompromissen behaftet. Wir haben einen ganz tollen Komfortbereich und wir haben eine extreme Sportlichkeit generiert. Das ist das, worauf wir besonders stolz sind. Denn in diesem Fahrzeugsegment sind wir mit Sicherheit first in market mit einer solchen Technologie. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihr Interesse noch mehr geweckt habe für das Kürzel OPC. Wir sind sehr stolz, mit der gesamten OPC-Mannschaft den Corsa OPC entwickelt zu haben. Beide Autos sind tolle Performance Cars. Beide haben das Kürzel Performance Car verdient. Und wer etwas kompromissloser unterwegs sein möchte, der sollte sich für das Performance Pack entscheiden. Ansonsten freue ich mich, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald.